Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin hier Stormy. Update ist heute Morgen aufgespielt worden. Ich bin mittlerweile Master geworden und das freut mich doch auch in dieser Season. Das heißt, ein Rang noch entfernt von Supreme. Okay, ich muss die Sterne von den Zwischenrängen noch sammeln, das ist klar. Aber Supreme sollte auf jeden Fall drin sein. In diesem Video probieren wir wieder eine Taktik aus. Und zwar geht die Reise mit sechs Biestern los und ja, wenn ihr sehen wollt, wie ich die aufbaue, was ich alles so da beachte und warum die Taktik eigentlich momentan sehr gut funktioniert, ja, dann bleibt auf jeden Fall dran und viel Spaß mit diesem Video zu Arena of Evolution Red Tides. Und damit auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten. Und ja, ich habe die Taktik jetzt eben einmal probiert hier. Bin ich Fünfter geworden. Ich hatte absolut Grauenspech am Anfang. Also im Early Game, man merkt in dem Update, man bekommt jetzt gerade mehr Schaden. Und von daher ist es am Anfang gar nicht vielleicht so schlecht, mal Dreier-Einheiten, also drei Goldeinheiten mitzunehmen, denn die machen einen Schaden mehr, wenn man die Runde übersteht. Und das hat mich so ein bisschen gerippt, ja. Das muss ich wirklich sagen. Das war jetzt das erste Spiel nach dem Update, wo ich sage, da hat mich das gerippt. Die anderen Games habe ich das gar nicht gemerkt. Vielleicht habe ich da bei anderen Gegnern mehr Schaden gemacht durch höhere Einheiten. Das kann natürlich sein, aber selbst habe ich es da nicht gemerkt. Eben in dem Spiel habe ich es dann gemerkt. Und wir probieren die Taktik hier auf jeden Fall jetzt nochmal aus. Und ihr seht hier, sieben Biester gibt es. Sechs Biester sollen sein. Alles aus der Razorclaw, sehr wahrscheinlich. Dann kommt nämlich noch der Longshot-Bonus dazu. Von einem guten Sniper und dem Kommando. Als auch Direwing. Mit Direwing haben wir dann nämlich auch noch den Raptor-Bonus, zumindest für die beiden Flugeinheiten. Die machen dann noch etwas Schaden mehr. Longshot. Für die drei Longshot-Einheiten Armor Penetration und Beast gibt zusätzlichen Speed, was eben für den nötigen Schadensoutput dann reichen sollte. Und wenn wir dann auf 10 Einheiten kommen, ja, dann nehmen wir noch einen Summoner mit. Im besten Fall Manticore auf Level 2, aber eventuell auch ein Illusionist. Müssen wir mal schauen, welcher es am Ende werden wird. Jetzt müssen wir nur noch ein Spiel finden. Sollte aber jetzt jeden Moment klappen und da ist es auch schon. Und dann schauen wir uns mal an, ob die Taktik funktioniert oder nicht. Schreibt auf jeden Fall eure Meinung zu der Taktik mal in die Kommentare und schreibt mal in die Kommentare, was für eine Taktik ich jetzt ausprobieren soll. Vielleicht soll ich mal einen 6er Longshot forcen. Die sind ja auch jetzt ein bisschen gebufft worden im Update. Lasst es mich auf jeden Fall wissen. Heute Abend ist ein Turnier-Blitzmodus, der ja schon signifikant überarbeitet wurde. Wäre cool, wenn ihr daran teilnehmt. Oberster Link in der Videobeschreibung ist der Link zum Turnier-Discord. Und wir haben einen Supreme dabei. Holy shit, ein Master und also ein Master neben mir und der Rest ist Diamant. Knackige Lobby. Bin ich mal gespannt, ob ich damit durchkomme. Oder ob eine andere Taktik besser gewesen wäre. Katapult am Start. Aber wir haben zweimal Sniper, denn dafür locken wir auf jeden Fall auch. Core Unit. Und da bin ich jetzt auf jeden Fall mal gespannt drauf, wo die Reise hingeht. Es ist wirklich eine knackige Lobby. Wo haben wir den? Da ist einfach mal ein Supreme dabei. Holy moly. Erstes Mal, dass ich diese Season auf einen Supreme treffe. Und er ist bei TNT von Vietnam wahrscheinlich. Also aus Vietnam. Okay. Da bin ich mal gespannt drauf, ob er hier gewinnen wird. Gehe ich fast von aus. Wobei, es das heißt, der Rang sagt ja nicht so viel aus. Aber wer so schnell so hohen Rang erreicht, der hat auf jeden Fall schon ordentlich reingesuchtet. Und wir nehmen mal, was nehmen wir noch mit? Panda für eventuell einen frühen Vanguard-Bonus. Jetzt müssen wir mal auf die nächsten Rolls warten und gucken, was so passiert. Ja, Update. Was genau findet ihr? Also was haltet ihr vom Update? Also ich finde persönlich, in dem normalen Modus sollen die solche signifikanten Sachen wie jetzt zum Beispiel den Schaden, den man bekommt von jeder Einheit, sollten sie nicht ändern. Genauso wenig wie Free Rolls. Das sollten sie auf keinen Fall in den normalen Modus bringen. Dafür ist der Fast-Modus, der Blitzmodus da, um eben schnellere Spiele zu gewährleisten. Aber ich denke, in einem normalen Modus hat das nichts verloren. Schreibt dazu auf jeden Fall mal eure Meinung in die Kommentare. Ich werde die dann auch weiterleiten an die, ja, an die Entwickler. Dreimal Ironbird Rider, den nehmen wir. In einer Unit verlieren wir kein Gold. Er soll jetzt uns wegtanken, einfach alles. Deswegen in der Frontline. Gegen die Creeps erstmal noch kein Problem. Gleich mal schauen. Vielleicht kriegen wir ja noch einen Longshot dabei. Im besten Fall sogar Kommando. Dann hätten wir Longshot Marine und damit würden wir dann auch gegen den ersten echten Spieler, denke ich mal, gewinnen. Aber soweit ist es noch nicht. Müssen wir erstmal
Gucken, was der nächste Shop so zeigt. Flashbang, nochmal ein Schadens-Item. Er ist gar nicht so schlecht jetzt auf Stufe 2 schon so early mit seinen knapp 1000 Leben und 900 oder so hat er. 800. Okay, so viel Leben hat er doch nicht. Outrider, aber wir haben Dire Wing. Dann nehmen wir den Dire Wing mit. Den Sniper lassen wir drauf. Machen wir so. Eins versetzt ihn nach hinten. Ihm können wir das. Wollen wir das ihm geben? Fähigkeiten Schaden. Was haben wir denn nachher für die Einheiten mit Fähigkeiten Schaden? Das können wir ihm sogar geben. Spielen gegen zwei, also gegen den Panda, also gegen zwei Vanguards wollte ich sagen. Marine und Panda. Das sollten wir eigentlich schaffen. Wobei, wenn die Ulti jetzt draufkommt, kriegt er die Ulti nochmal raus. Nee, aber er ist schon down. Okay. Das war dann doch knapp jetzt. Hätte der Gegner vier Einheiten gehabt, wäre es nicht gut gewesen. Es hat keiner Level Up gemacht. Es hatten also alle wahrscheinlich ein Upgrade. Oder haben genügend Einheiten auf der Bank stehen. Und er hier unten mit zwei Marine, zwei Links, der hat natürlich wieder ein gutes Early Game. Aber ich weiß, wenn er geht auf die Standard Guardian Marine Taktik, die ich euch auch schon gezeigt habe, dagegen sind die Beasts etwas besser sogar. Schauen wir mal. Gibt uns was Gutes. Ja, Marine Bonus Early. Haben wir zumindest eine Frontline dastehen? Ja, so bleiben wir stehen. Dreier Longshot, zwei Marine. Nicht die beste Taktik, die wir so haben, aber wir haben schon mal drei Einheiten von denen, die nachher im Team sein sollen. Und jetzt spielen wir tatsächlich gegen ihn. Er hat noch vier Einheiten drauf. Wie viel Gold hat er? Hat er schon gerollt? Ne, er ist bei vier Gold. Wir haben ja auch nicht gerollt. Wir haben einfach aufkaufen können. Und haben das Level Up gemacht. Das heißt, im Endeffekt hätten wir das Level Up nicht gemacht, hätten wir 5 Gold und ständen ähnlich da wie er. Aber das Level Up wollte ich schon ganz gerne machen. Tja, früher Schaden, mehr Schaden durch diese Änderung. Also wie gesagt, ich finde es nicht so gut, denn ich sehe das hier, den normalen Ranglistenmodus, sehe ich als klassisches Spiel an und das ist ja eigentlich bei allen Auto-Chess-Games soweit gleich. Und ich finde, man sollte hier nichts Grundlegendes ändern wollen, sodass die Runde auf einmal viel, viel kürzer ist. Okay. Ich weiß, das war vielleicht nicht so gut, den Tank jetzt runterzunehmen. Hätte ich was anderes machen sollen. Mach mal so. Ganz schön müde gerade. Tank wäre vielleicht sogar besser gewesen, weil er ist halt null Tanky, aber jetzt haben wir noch eine Longshot-Einheit mehr, das heißt eine Einheit mehr, die Armor Penetration macht. Wir hätten jetzt sogar schon vier von den sechs Longshots. Wir schauen mal auf die nächsten Rolls, was wir kriegen. Ich glaube, wir hatten nämlich eben schon Sandere dabei, dann hätten wir schon fünf von den sechs Longshots gehabt. Nun gut. Genau, 10 Armor Penetration obendrauf. Also das mit Marine. Wobei man sagen muss, 6er Marine hat auch 9 Armor Penetration, aber man könnte ja theoretisch jetzt 6er Marine und 6er Longshot machen. Denn zwei Einheiten davon sind ja schon Marine von den Longshots. Würde also hinhauen. Hier hätten wir jetzt Beweise. Wir könnten auf ein 4er Marine gehen. Machen wir aber nicht. Nee, nee, machen wir nicht. Wir verkaufen notwendigerweise auch eine Einheit, falls wir verlieren sollten. Und das sieht doch fast danach aus, als sollten wir verlieren gegen viermal Guardians. Da können wir noch so viel Armor Penetration und so weiter haben. Die tanken einfach so viel weg. Stunnen uns dann noch durch den Gold Main, das verlieren wir. Ja. Ulti kam nochmal schön, oder? Können wir das doch schaffen? Ja, das schaffen wir. Ehrlich, da habe ich ein bisschen underrated meine Taktik. Aber wir haben es geschafft. Winning Streak steht noch. Das ist nicht schlecht. Dann können wir ein bisschen Gold farmen. Wir sind jetzt Runde 7. Runde 10 kommen die ersten End oder die nächsten NPCs. Aber nichts dabei dieses Mal. Ich würde gerne rollen. Ne, wisst ihr was? Ich roll jetzt nicht. Und wenn wir gewinnen, verkaufe ich ihn sogar, damit wir auf 20 Gold sind. Das Risiko gehe ich jetzt ein. Einfach, wenn wir verlieren, verkaufe ich beide sogar, dass wir da noch
jetzt ein Interest mehr bekommen. Winning Streak hätten wir 2 extra Gold, wäre vielleicht besser gewesen. Okay, er hat Psyker dabei, gegen ihn gewinnen wir aber. Also verkaufen wir nur ihn. Ja, das gewinnen wir. Er spawnt da hinten zwar noch was, aber das schaffen wir locker. Wir spielen gegen Arix auf seinem Feld. Er kriegt dadurch Schaden. 7 Schaden, das ist eine ganze Menge. Und wir bleiben also mal weiterhin so stehen. So, jetzt gib uns aber, komm, jetzt gib uns mal Upgrades, ohne dass wir rerollen müssen. Das wäre schon nice. Kannst du das bitte machen? Spiel. Wir haben nicht wenig Gold, das muss man echt sagen. Also so früh über 20 ist schon gut. Aber wir müssen jetzt die Winning Streak behalten. Und da brauche ich jetzt am besten wirklich noch einen Sniper, zwei Mäzetuf, gar nichts. Schaffen wir die nächste Runde auch noch zu gewinnen? Kauf jetzt mal Gold Main. Hätte nicht rollen sollen. Hätte nicht rollen sollen. Wir spielen gegen den zweiten und da verlieren wir jetzt gegen. Gehe ich zumindest von aus. Die Ulti kam nicht, das war schon mal nicht schlecht. Die Ulti kam sehr gut. Das schaffen wir aber, glaube ich, nicht, weil er gestunlockt ist. Leider. Oh, jetzt haben sie die Position getauscht. Ist das bitter? Das war bitter. Wenn wir ihn hinten erst gekillt hätten, hätten wir vielleicht mit der Ulti noch killen können. So ist die Winning Streak erstmal wieder weg. Ja, das hätten wir. Wir hätten ihn verkaufen sollen, dass wir auf 30 Gold gestanden hätten. So, wir haben Level abgemacht, aber jetzt roll ich runter mal. Und hoffe, dass ich auch die Einheiten bekomme, die ich brauche. Und das sieht jetzt gar nicht so schlecht aus. Also das war ein sehr schöner Upgrade-Star. Das hat sich, denke ich, schon gelohnt. Jetzt sind wir ein guter Damage-Peak. Also ich will auf jeden Fall die Runde schaffen wegen den Items. Items bekommt man ja nicht mehr so viele. Deswegen sehe ich eigentlich immer zu, dass ich die Creep-Runden auf jeden Fall schaffe und alle Items mitnehme. Insofern das möglich ist. Klar, es war gerade schon sehr teuer. Aber dafür stehen wir jetzt auch sehr gut da. Wir haben eh keine Winning Streak mehr. Fangen jetzt dann nochmal bei 0 an. Die anderen haben uns erstmal von Gold her überholt. Aber ich hoffe, dass ich dadurch jetzt halt die nächsten Runden komplett sparen kann erstmal mehr. Den nehmen wir trotzdem mit. Jetzt müssen wir, können wir sogar schon mal umstellen. So, wir stellen aber Gold mehr nach außen, dass er weniger Schaden bekommt. So bleiben wir jetzt stehen. Das heißt, zweimal Kommando noch. Noch einen Goldman, und wir hätten erstmal eine Einheit sogar auf zwei schon. Das bei sechs Einheiten, das ist gar nicht schlecht. Gegen Arix, gegen den letzten, da sollten wir locker flockig gegen gewinnen, denke ich mal. Hat er schon? Was hat er denn? Er hat ein Dreier-Biest nur drauf. Ich wollte gerade sagen, es waren schon einige Biests, die ich da gesehen habe, aber die Spinne dabei. Early Soul Mentor wird uns tatsächlich auch schon helfen. Einfach für einen weiteren Biest-Bonus dann schon. Und weil er ja mehr Schaden macht, weil er eine 4-Gold-Einheit ist. Aber ich hoffe, dass sie das so ein bisschen zurückwechseln, dass wir da wieder die alten Bedingungen haben in einem Match. So, also gegen, ich habe gar nicht gesehen, wer gegen uns gespielt hat. Der hat viel Schaden bekommen, das waren wir aber, glaube ich, nicht. Haben wir gegen Arix auch gespielt? Ich weiß es jetzt nicht. Okay, ihn nehmen wir mit. Ja, sind wir bei 7 Gold, bekommen keinen Interest gleich, aber das ist okay, denke ich. Runde 12. Haben wir den Assassinen dabei? Da habe ich so ein bisschen Angst gegen. Jetzt gerade im Early hier sind wir mit sehr vielen Assassinen schon. Weil sie uns eben hinterspringen und wir dann unsere Damage-Dealer recht früh verlieren könnten. Wir spielen gegen den mit Assassinen oder gegen einen mit Assassinen. Ihn müssen wir schnell killen. Ulti kommt, das ist aber okay. Und das schaffen wir. Seine Ulti wird nicht mehr kommen. Er ist schnell genug gestorben. Selbst wenn die hätten ihn gekillt und der andere wäre dann auch gestorben. Also das hätten wir, das haben wir deutlich gewonnen. Gegen wen haben wir gespielt? Gegen ihn hier? Nee, gegen den Arix vielleicht? Gegen Arix haben wir gespielt. Der hat auch einiges an Schaden bekommen. Zweiter hat auf seinem Brett gewonnen. Wir beide haben 77 HP. Ja gut, aber wir stehen erstmal nicht so schlecht und können jetzt langsam nach und nach Gold sammeln, dass wir die anderen wieder ein bisschen einholen. Da ist noch ein Grenadier, den brauchen wir nicht. Air Force Kraken, nee, brauchen wir alles nicht. Bleiben wir so stehen, locker flockig. Ich hoffe ja, dass es für die Top 3 reicht.
Und dann machen wir Plus und kommen weiter im Ranking voran, was uns sehr helfen würde und was mich freuen würde. Ja, jetzt holen wir das Auge auf 2 dabei. Der ist natürlich schon jetzt krass. Ist zwar nur Vierte noch, aber der hat halt so viele Stunlocks dabei. Ein Stunlock kam, glaube ich, raus, der andere nicht. Wobei das lebt noch, die andere Einheit, aber das schaffen wir. Sind wir mit 4 Einheiten der Sieger dieses Matches. Und gegen ihn haben wir auch mit 4 Einheiten gewonnen. Er geht auf 62, 54, 52 runter von 60 so. Gut, erstmal weiterschauen. Sentinel, Early Sentinel. Habe ich einen Platz dafür? Ich habe tatsächlich einen Platz dafür. Oh. Okay, nächste Runde habe ich einen Platz dafür. Nächste Runde habe ich einen Platz dafür. Ich hoffe, wir gewinnen die Runde. Das wäre sehr wichtig. Denn nächste Runde kommt Sentinel drauf, anstatt dem hier. Wir haben trotzdem den Longshot-Bonus. Und er ist einfach eine 4-Gold-Einheit. Das heißt, wenn er überlebt, und er ist an sich immer noch sehr, sehr stark, Sentinel oder sie, wie auch immer er sie ist, Maschine, machen wir ein bisschen mehr Schaden. Deswegen habe ich gedacht, nehmen wir sie einfach mal mit, die Einheit. Bleiben wir beim sie. Die Einheit, sie passt. Doch, das machen wir so. Das heißt, er, Ironbird Rider, der wird verkauft. Wir sind bei 20 Gold, das ist auch gut. Kriegen jetzt 7 Gold obendrauf. 5 für Sieg und 2 für Interest. Er steht bei 39 Gold. Also er steht besser da als wir. Ist auch schon, er hat doch schon Level Up. Habe ich das gerade richtig gesehen? Battle Axe kriegt er aber auch gerade mal mit rein. Ne, die kriegt Kommando schon mit rein. Gehen aber jetzt nicht auf Level Up. Nee. Nee, nee. Sollten wir eigentlich so schaffen. 3-2-Einheiten, ich denke schon. Seine nur so Damage-Dealer werden hinten komplett weggerackt, aber ey, hier auf 2, der regelt halt schon hart. Der hier so einen hohen Basisschaden, ja, der ist schon extrem hoch. Greift auch gar nicht so langsam dafür an. Hat auch 2 Sekunden. Vergleichbar mit Siren ist auch irgendwo bei 2 Sekunden. Na komm, er kriegt. Nee, er kriegt das Item nicht. Das kriegt Kommando. Oder erstmal er. 1,2 Sekunden. Ja, Kommando mit 1,7. Ihn auch ein bisschen buffen durch Items. Da ist jetzt nichts dabei. Sollten wir auf ein Level Up gehen? Haben wir eine Winning Streak? Weil ich meine, was macht es denn besser? Wir hätten nicht so den Vorteil, ne, mit Level Up. Nee, haben wir nicht. Es wären einer Einheiten. Dann versuche ich lieber jetzt das Gold mitzunehmen. Wir spielen auch gegen den zweiten. Gegen den hätten wir wahrscheinlich dann auch so oder so verloren, selbst mit Level Up, weil ich halt kein krasses Upgrade dabei gehabt hätte. Ja, der rasiert uns schon deutlich. Das ist jetzt krass. Also der geht jetzt schon hart durch. Was hat er eigentlich so? Er ist ein Level Up, klar, er hat eine Einheit mehr drauf. Er hat 5-2-Einheiten, 6-2-Einheiten. Respekt. Und das mit 46 Gold. Wie macht er das? Klar, es sind 2 Insekten davon. Was hat er denn noch auf der Bank stehen? Bank ist relativ. Na, die ist auf. Gar nicht wenig drauf. Respekt. Da ist jemand auf jeden Fall besser als ich. Wer so krass das Gold, das Coin-Management beherrscht wie der jetzt, da kann man nur nahtlos anerkennen. Denn der ist jetzt deutlich über 50 Gold und jetzt kann er halt rollen. Jetzt kriegt er halt auch die hohen Einheiten. Krass. 2-2er Sniper. Ja, RIP, was er schon alles hat. Holy shit. So, wir spielen auf meinem Brett gegen den 5., 6., 5., 5. Oh, hab den Rider Outrider schon auf 2. Der wird uns jetzt richtig wehtun. Aber wir können es, wir sollten es schaffen. Oh ne, sie stehen alle in der Line, aber die Ulti kommt nochmal, ja. Knappes Ding. Da springen sie alle schön in die Flugrichtung von der Kugel. Arix haben wir gegen gespielt, der hat gegen uns gewonnen, hat 2-2er Spinnen mittlerweile drauf. Holy moly, der hat natürlich einfach alles übernommen von uns und wir haben uns dann selbst gerackt wahrscheinlich. Aber der macht mir halt echt Sorgen hier, ja, der ist schon echt, der ist krass. Könnte sein, dass der mit 77 HP jetzt hier durchmarschiert.
Hat jetzt den Vierer, hat alle vier Insekten. Geht auf Level, in Richtung Level ab. Ist besser. Ich glaube fast gleich. Müssen auch zusehen, dass wir gleich auf Level abgehen. Einmal rollen wir. Nichts dabei. Aber das Ding nehmen wir mal mit das Auge, falls wir gewinnen. Wenn wir verlieren, verkaufen wir es natürlich. Der Wolf kriegt die Wölfchen raus. Das war eigentlich das, was er machen sollte. Und das verlieren wir. Also verkaufen wir das ganz schnell wieder, dass wir auch 40 Gold sind und Interest bekommen. Da gehen wir jetzt erstmal ein bisschen ins Minus vom Leben. Das ist der Drittplatzierte. Der geht, er wird nicht an uns vorbeikommen, aber nicht schlecht. Er verliert bei sich wiederum, aber er verliert auch noch, ja, gegen drei Assassinen. Ah, gerade so. Hat das gezählt? Hat gezählt. 6 Schaden bekommen. Das heißt, wir sind Zweiter. Okay, Manticore. Ihn weg. Level up. Einmal rollen. Machen wir jetzt auch so. Weil wir könnten. Ne, wir haben nicht genug Biester. Und 19. Ja, machen wir so. Machen wir so. Denn die Einheit gibt auch nochmal 2 Schaden, die beschwören hier der Bulwark. Wir spielen gegen den letzten, also der vorletzte insgesamt, aber der letzte momentan nach aktuellem Stand. Und dagegen hat den vollen Psyker-Bonus, der auch nicht angezeigt wird. Okay, was ist denn da los? Also der nicht visuell angezeigt wird, der ist natürlich da und funktioniert auch. Deswegen bin ich so komplett kaputt. Also der wird ein Comeback schaffen für 50 Gold. Der steht jetzt gut da. Hat aber für sich verloren. Oh, der muss jetzt, der auf 8 HP, der muss jetzt auf jeden Fall runterkaufen. Wir sind auf 47, sind aber noch Zweiter. Jetzt brauchen wir die Upgrades hier. Sentinel brauchen wir nicht. Okay. Okay. Ich weiß nicht. Komm, hau noch irgendeinen Goldman oder so. Wer haut wahrscheinlich Goldman mit drauf? Ne, den 2er Sniper. Das könnte jetzt schief gehen, weil wir nicht wirklich was Tankiges haben. Hoffen wir mal, dass die Sniper genügend Schaden machen. Der eine Sniper ist halt direkt down. Der kann da auch nicht viel tanken. Die Einheiten wurden allesamt nicht beschworen und wir kriegen von beiden ins Gesicht. Das sind 10 Schaden. Ei, das ist bitter und teuer. Da hätte Goldman mit drauf gemusst. Das wäre besser gewesen. Hätten zwar nicht den Vierer Beast gehabt. Oh, da haben wir als einzigster Schaden bekommen, glaube ich. Ja, das war bitter. Das geht auf meine Kappe. 37. Ich muss ein bisschen rollen, ja. Noch ein Gold Main. Jetzt. Okay, das war teuer, aber gut. Ja, vielleicht mal so stehen. Ich hätte vielleicht noch einen Goldman anstatt dem Sniper wirklich draufstellen sollen. Wir spielen jetzt gegen den zwei Plätze unter mit 28 HP. Das ist der wieder mit dem Outrider. Oh, der hat viel Fähigkeiten Schaden dabei, aber so schlecht sieht es nicht aus, weil die Wölfe da tatsächlich die Ulti gefressen haben vom Outrider. Und jetzt kommen 2 Kugeln rein noch, aber mit dem beschworenen Bulwark schaffen wir das auf jeden Fall. Wir spielen gegen den ersten. Alter, wie viel er noch da stehen hat. Der hat eine Dreierspinne. Und es ging ihm da auch nur um die Spinne wahrscheinlich. Ne, er hat das Auge auch drauf. Schaf hat er nicht mehr. Oh mein Gott, was der schon alles hat. Ein Sniper fehlt ihm noch. Den wird er jetzt safe kriegen in seinen Rolls. Aber mir geht es tatsächlich darum, jetzt hier den zweiten Platz zu machen, irgendwie. Okay. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Wir haben halt nicht den Vierer Beast. Es fehlen einfach die Biester. Dann doch lieber so. Und hoffen, dass wir 2 beschwören. Also, dass es reicht von der Zeit her. Denn der Bulwark, der 2, oder die Bulwark einer, die ist gar nicht schlecht. Wir spielen gegen den mit Psyker. Oder einen, der Psyker hat. Puh.
CPU, guckt euch den Schaden an. Das verlieren wir hardcore. Und das gibt jetzt auch richtig, richtig Schaden. Er stirbt noch zum Glück. Dadurch 3 Schaden, glaube ich, weniger, die 5er Gold Unit gemacht hätte. Ein Bulwark ist gekommen, tatsächlich noch. Und wir haben noch eine Einheit mitgenommen. Ja, das war okay. Aber da wird keine mehr gekillt, keine mehr beschworen. 6 Schaden. Wir sind bei 31. Oh, der erste, der rasiert halt mega durch. Jeder, der gegen ihn spielt, der kriegt erstmal ordentlich Schaden rein. Okay, jetzt dann Gold Main auf jeden Fall dabei. Gehen wir auf Level Up. Ja, machen wir. War vielleicht nicht so schlau, weil wir jetzt auch die geringere Chance auf den Sniper haben. Aber ja, wir spielen den ersten jetzt Schadensbegrenzung. Wir kriegen auf jeden Fall Schaden. Wir kriegen auf jeden Fall Schaden, aber hoffentlich nicht ganz so viel. Ah, jetzt tankt das Ding dann in der Mitte natürlich komplett alles weg. Okay. Da kommt der eine Bulwark. Der andere Bulwark kommt auch noch. Oder der Dreier-Sniper von ihm, er hat ihn mittlerweile. Die Spinne kriegen wir noch, oder? Ja, die Spinne haben wir noch gekriegt. Das heißt, 3 Schaden weniger bekommen. Wobei, es ist 3 Gold. Haben wir sogar 4 Schaden weniger bekommen. 24. Zweiter sind wir noch. Wir spielen nächste Runde nicht gegen TNT, auf jeden Fall. Dass ich roll jetzt und hoffe, dass ich irgendwie mit Glück den Sniper bekomme. Auch nicht schlecht. Wir schauen mal. Ein Leben, 8 Leben, 12, 13, 21 und wir mit 24. Der erste hat verloren. Uiuiui. Hier ging Pandas. Okay, die eine Panda-Ulti, die ging komplett daneben, die andere sitzt gut. Aber mit unserem Skyclaw sollten wir das schaffen. Er stirbt, bevor er nochmal in die Ulti geht, schaffen wir. Sentinel ist allein noch übrig. Kriegt er zwar vom Schild, fängt das einiges ab. Und da ist einer raus. Oh, das war mittendrin einer. Wir machen kein Minus. Hey, ja, das ist nice. Ein HP hat da einer noch. Puh, kommt der ein HP, das ein HP Comeback von ihm. Also der hat ja schon ein Comeback gestartet. Das war jetzt der, der mitten rausgefallen ist. Heals Batman, gib uns den Sniper. Die Wölfe. Nein, ich habe sie nicht gesehen. Da ist noch einer. Wow. Manticore. Haben wir was auf der Bank zum Verkaufen? Kriegen wir ihn noch auf 3? Komm, forget it. Ist okay. Wir laufen hier auf dem Zahnfleisch. Da müssen wir das mitnehmen, was geht. Manticore auf 2 ist gar nicht so schlecht. Aber von unserer Core-Taktik wird uns halt jetzt noch 2 Biester fehlen, weil so gilt der Beast-Bonus, glaube ich, noch nicht für alle. Oder gilt der Kleid 2. auch schon? Okay. 15% schon mal mehr, das heißt, der gilt schon mal für uns. Also, Full Beasts wird es dann leider nichts mehr, aber das ist okay. Aber generell habt ihr einen Einblick, wie die Taktik so funktioniert. Ich will den Sniper jetzt noch auf 3 haben. Komm schon. Please, Spiel. Ah, komm. Viele Runden werden wir nicht mehr überleben. Hoffentlich spielen wir nicht gegen den ersten. Wer gegen den ersten spielt, wird Minus machen, tippe ich. Er kauft natürlich runter. Ein Panda-Bonus, aber viele 2er Assassinen. Hat Level 9. Okay, wir sind Level 8. Das heißt, wir werden noch nicht mehr überkommen. Er spielt gegen uns und wir spielen gegen den, der Vorletzter ist von denen, die noch leben. Der hat tatsächlich, das verlieren wir deutlich. Ist jetzt wieder genau das Problem mit dem Psyker. Wir killen uns da komplett einfach selbst. Killen wir ihn wenigstens noch? Ja, okay. Alter, das ist viel Schaden. 11 HP noch, 13 Schaden. Er fliegt nicht raus. Er kriegt keinen Schaden und jetzt werden wir Vierter werden. Ich sehe es schon kommen, Leute. Ich sehe es kommen. Lucky Sniper. Da wir eh sonst gleich raus sind. Sniper bitte. Also, okay. Mehr können wir nicht mehr machen, denke ich auch. Können ein bisschen cornern, aber das wird nichts helfen.
Es wird nichts helfen. Wir spielen gegen den ersten und der wird uns jetzt mit 11, der wird uns 11 Schaden machen. Sie ist offensiv geworden, seine Einheit. Das war schon mal nicht schlecht. Die Spinne übernimmt genau den Sniper. Oh mein Gott, ist das bitter. Ja, natürlich kriegen wir da jetzt 11 Schaden. Bitte. Schade, schade. Ich hatte mir mehr erhofft. Leider nur Vierte, aber die Taktik. Also an sich, wenn man am Anfang Glück hat, dass man in eine Winning-Streak reinkommt und das Gold behält, also das viel Gold hat und rollen kann und nachher auch schön leveln kann, dann funktioniert die Taktik auf jeden Fall super gut. Das kann ich euch sagen. Ich hatte ein bisschen Pech, aber ja, wir haben was bekommen. Claymore. Nehmen wir gerne. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Taktik wirklich schlecht ist, aber sie ist an für sich gut. Ja, doch, sollte ich mal vertiefen. Vielleicht habe ich sie auch ein bisschen falsch gespielt. Wenn ihr Tipps für mich habt, lasst es mich gerne wissen. Ich hoffe, euch hat dieses Video trotzdem gefallen, auch wenn wir nur Vierte geworden sind. Ich hoffe, ihr macht heute Abend alle beim Turnier mit. Freue mich schon darauf. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Stream. Macht's gut. Bis dahin und ciao.